Ein Hauptsignal springt auf grün. Ein Vorgang, der in Deutschland täglich millionenfach zu beobachten ist. Der eine oder andere von euch hat sich bestimmt schon mal gefragt, wer sagt dem Signal eigentlich, was es tun soll? Weiß es das von allein? Wird es vom sich nähernden Zug angesteuert? Drückt da irgendwo irgendjemand auf irgendeinen Knopf? In diesem Film werde ich versuchen, eine allgemein verständliche Antwort zu formulieren. Zunächst etwas Grundsätzliches. Wer über die Spielregeln im Schienenverkehr spricht, sollte sich von Vergleichen mit der Straße lösen. Fußgänger, Rad- und Autofahrer sind ihr eigener Herr und machen salopp gesagt, was sie wollen. Während Straßenverkehrsteilnehmer jederzeit einen Kurswechsel vornehmen können, benötigt die Eisenbahn als spurgeführtes System hierfür fahrwegseitige Einrichtungen. Hinzu kommt der lange Bremsweg der Schienenfahrzeuge, der das auf der Straße übliche Fahren auf Sicht unmöglich macht. Bei der Eisenbahn braucht es also eine Instanz, die den Zügen ihren sicheren Weg weist und die dafür erforderlichen Voraussetzungen schafft. Den Fahrdienstleiter, FDL, im Stellwerk. Der hält die Fäden in der Hand und egal, wo im Eisenbahnnetz ihr euch herumtreibt, ihr seid immer unter den Fittichen eines FDL. Das Zauberwort dieses Films lautet Zustimmung zur Fahrt. Diese erfolgt im Normalfall mit der Fahrtstellung eines Hauptsignals. Diese sind nicht mit Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr vergleichbar, denn einer Ampel ist es zum Beispiel herzlich egal, wie viele Autos während einer Grünphase vorbeifahren. Auf der Schiene läuft das anders, denn da wird im Regelbetrieb nicht auf Sicht, sondern im Raumabstand gefahren. Das Streckennetz ist in mehr oder weniger lange Abschnitte unterteilt, in denen sich immer nur ein Zug befinden darf und die durch Hauptsignale begrenzt werden. An einem fahrtgebietenden Hauptsignal darf also genau ein Zug vorbeifahren. Anschließend muss es auf Halt gebracht werden und so lange auf Halt bleiben, bis der Zug den nachfolgenden Abschnitt geräumt hat. Zur Wahrung des Raumabstands wird die Zustimmung zur Fahrt also immer von Hauptsignal zu Hauptsignal erteilt. Wenn er Fahrt signalisiert bekommt, muss ein Triebfahrzeugführer davon ausgehen, dass alles in bester Ordnung ist und ihm keine Fahrzeuge in die Quere kommen. Nicht so auf der Straße, denn bei einer staubedingt blockierten Kreuzung nützt das Grünlicht dem Automobilisten gar nichts und beim Abbiegen können durchaus andere Verkehrsteilnehmer auf kreuzenden Fahrwegen unterwegs sein. Die zur Fahrtstellung eines Signals erforderlichen Voraussetzungen und Arbeitsschritte erläutere ich am Beispiel des kleinen Bahnhofs Harste. Eingleisige Strecke, zwei Hauptgleise, ein Nebengleis, ein mechanisches Stellwerk. Das mag altertümlich wirken, wird hier doch eine Technik beschrieben, die seit Jahrzehnten nicht mehr up-to-date ist. Dennoch beruht die Logik selbst modernster Stellwerke auf den Grundsätzen ihrer mechanischen Urahnen. In diesem Exempel soll ein Zug von links nach rechts durch den Bahnhof fahren. Der FDL prüft zunächst das Freisein des Fahrwegs. In dem vorgesehenen Gleis darf sich kein Fahrzeug befinden. Das gilt auch für einmündende Gleisabschnitte sowie den Durchrutschweg, eine Art Sicherheitsraum hinter dem eigentlichen Fahrweg, für den Fall, dass ein Zug über das Ziel hinausschießt. Ganz klassisch erfolgt die Feststellung des freien Fahrwegs durch Hinsehen. Der FDL lässt den Blick über die Gleise schweifen und sieht, jo, alles frei. Alsdann bringt er sämtliche zu befahrenen Weichen, sowie jene im Durchrutschweg, hier blau markiert, mit Hebeln über Drahtzugleitungen in die erforderliche Lage. Das gleiche gilt für die lila dargestellten Flankenschutzeinrichtungen wie Signale und Gleissperren in den Nachbargleisen, die unseren Zug gegen Fahrten sichern, die ihn seitlich gefährden könnten. Sollte sich jemand fragen, was eine solche ins Nichts führende, scheinbar sinnlose Weiche soll, das ist eine Flankenschutzweiche, die in Richtung Prellbock weisen muss, wenn nebenan ein Zug vorbeifährt. Wenn alles eingestellt ist, könnte der FDL eigentlich das Einfahrsignal bedienen, denn die Sache scheint klar. Gleis frei, Weichen liegen richtig, Flankenschutz ist hergestellt, da kann nichts passieren. Tja, Irrtum. Das lehren uns viele Eisenbahnunglücke, insbesondere im 19. Jahrhundert, wenn eine Weiche halt doch falsch lag oder gar unter dem Zug umgestellt wurde. Wo Menschen arbeiten, werden Böcke geschossen. Und weil das bei der Eisenbahn tödlich ausgehen kann, muss gewährleistet sein, dass Fehlhandlungen folgenlos bleiben. Das haben die Ingenieure schon in der Frühzeit des Schienenverkehrs erkannt und immer ausgefeiltere technische Lösungen ausgetüftelt.
Was bedeutet das für unseren FDL, der doch einfach nur einen Zug in seinen Bahnhof holen will? Er muss den eingestellten Fahrweg noch einmal prüfen. Hierzu sind sogenannte Fahrstraßen definiert und für jede von ihnen eine bestimmte Konstellation der Fahrwegelemente vorgegeben. Nur wenn alle Weichen und so weiter in der richtigen Lage sind, kann der FDL den entsprechenden Fahrstraßenhebel in die erforderliche Stellung bringen. Dieses Zusammenspiel wird mechanisch über Schubstangen mit aufgesetzten Verschlussstücken sowie Verschlussbalken gewährleistet, die die verschiedenen Hebel blockieren oder freigeben und so die Signalabhängigkeit herstellen. Ähnlich wie bei einem Puzzle muss hier alles hundertprozentig passen. Wenn irgendeine Weiche falsch liegt, lässt sich der Fahrstraßenhebel nicht bewegen und der FDL muss nachbessern. Hat er alles richtig gemacht, kann er den Fahrstraßenhebel umlegen. Nun sind Weichen und Co. verschlossen und nicht mehr bedienbar. Sollte der FDL beschließen, den Zug doch lieber ins andere Gleis zu nehmen, kann er den Fahrstraßenhebel zurücklegen und die Fahrwegelemente sind wieder frei. Weil er aber endlich den Zug im Bahnhof haben will, legt er die Fahrstraße als zusätzliche Sicherung elektrisch fest. Ein Schritt zurück wäre nun bloß noch mit einer nachzuweisenden Hilfsauflösung möglich. Und jetzt ist ein ganz besonderer Hebel frei, der des Einfahrsignals. Das kann der FDL nun auf Fahrt stellen und der Zug darf in den Bahnhof kommen. Der umgelegte Signalhebel und die Fahrstraßenfestlegung blockieren den Fahrstraßenhebel und der Fahrweg ist bombenfest gesichert. Auf größeren Bahnhöfen existieren unter Umständen weitere Stellwerke mit Weichenwärtern, die den FDL bei der Fahrwegbeobachtung und Einstellung unterstützen. Zum einen, weil dieser nicht den gesamten Bereich einsehen kann, zum anderen, weil die Stellentfernungen durch die Drahtzüge begrenzt sind. Zwischen allen Stellwerken bestehen technisch erzwungene Abhängigkeiten, die hier nicht weiter ausgeführt werden. Kümmern wir uns noch um die Ausfahrt unseres Zuges. Im Großen und Ganzen gilt das bisher Gesagte. Hinzu kommt, dass garantiert sein muss, dass das Streckengleis nicht durch einen anderen Zug belegt ist. Theoretisch ist dies durch ein korrektes Zugmeldeverfahren sichergestellt. Will der FDL Harste einen Zug losschicken, bietet er diesen seinem Kollegen in Gladebeck an. Und wenn der ihn annimmt, darf die Zustimmung zur Fahrt erteilt werden. Praktisch gab es einige sehr hässliche Unfälle. Wer Zeit hat, sollte mal das Eisenbahnunglück von Warngau googeln. Um derartiges zu vermeiden, wurde der Streckenblock erfunden, der die Abhängigkeit der Stellwerke benachbarter Betriebsstellen herstellt und so nach- und gegenfahrende Züge voreinander schützt. Damit der FDL Harste die Ausfahrt ziehen kann, muss die Strecke frei sein, was er an den weißen Anfangs- und Endfeldern erkennt. Zusätzlich braucht er die blockelektrische Erlaubnis. Hat er sie nicht, sind die Ausfahrsignale verschlossen, selbst wenn die Fahrstraße, wie beschrieben, richtig eingestellt und festgelegt ist. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, darf der Zug losdampfen. Nach der Ausfahrt wird er vorgeblockt. Achtet auf die Anfangs- und Endfelder. Zack! Die Strecke ist belegt und kein weiterer Zug kann abgelassen werden. Nach Ankunft in Gladebeck wird er von dort zurückgeblockt. Die Strecke ist wieder frei. Die Blockfelder wechseln auf weiß. Der nächste Zug kann folgen oder nach dem Wechsel der Erlaubnis in Gegenrichtung starten. In dieser Konstellation könnte Harste weder nach rechts noch nach links ausfahren, weil die Erlaubnis jeweils bei seinen Nachbarn liegt. Gladebeck hingegen könnte in beide Richtungen Züge ablassen. Zusätzliche Einrichtungen wie die elektrische Streckentastensperre verhindern Unfälle durch Fehlbedienungen, beispielsweise vorzeitiges Zurückblocken. Anders als im Bahnhof wird das Freisein der Strecke übrigens nicht durch Hinsehen geprüft, sondern durch Feststellung der Vollständigkeit der Züge anhand ihres Schlusssignals. Und das war sie. Die Antwort auf die Frage, wie ein Hauptsignal auf Fahrt kommt. Noch einmal, auch wenn so ein mechanisches Stellwerk als aus der Zeit gefallen wirken mag, passiert bei modernen Anlagen letztendlich genau dasselbe, nur eben unsichtbar im Hintergrund. Der Arbeitsaufwand für die Bediener mechanischer Stellwerke ist deutlich größer als bei elektromechanischen, elektrischen, elektronischen oder digitalen Anlagen, weil der Automatisierungsgrad viel niedriger ist. Je moderner ein Stellwerk, desto mehr technische Unterstützung erhält der FDL. So wird der freie Fahrweg durch Gleisfreimeldeanlagen kontrolliert. Befinden sich Fahrzeuge im Gleis, wird dieses als besetzt angezeigt
und er kann keinen Zug auf Hauptsignal einlassen. Bei störungsfreiem Betrieb ist also keine optische Fahrwegprüfung mehr erforderlich und die Stellentfernungen der elektrisch angetriebenen Fahrwegelemente vergrößern sich erheblich, was den Verzicht auf Weichenwärter und die Fernsteuerung von Betriebsstellen ermöglicht. Bei dieser frühen Bauform eines Bundesbahnstellwerks bringt der FDL die Weichen durch gleichzeitige Bedienung der jeweiligen Weichentaste und der außerhalb des Gleisbilds angeordneten Weichengruppentaste in die richtige Lage. Anschließend stellt er die Fahrstraße durch Drücken der Starttaste am Einfahrsignal und der Zieltaste im zu befahrenen Gleis ein. Die beschriebenen Abhängigkeiten werden dabei elektrisch über Relais realisiert. Das Signal springt auf grün, analog erfolgt die Ausfahrt. Bei dieser neueren Stellwerksbauform reicht die Bedienung einer Start- und Zieltaste. Sämtliche abhängigen Weichen kommen ohne weiteres Zutun in die erforderliche Lage. Im elektronischen Stellwerk muss der FDL unter Umständen überhaupt nichts machen, weil die Anlage anhand der Zugnummer erkennt, wohin die Fahrt gehen soll und die Fahrstraßen selbsttätig einlaufen lässt. Mit fortschreitender technischer Entwicklung kann auf ortsfeste Signale verzichtet werden. Schon die Linienzugbeeinflussung ermöglichte in den 80er Jahren die Einrichtung virtueller Signale, deren Position der Außenstehende an LZB-Blockkennzeichen ausmachen kann. Der Triebfahrzeugführer muss nicht mehr aus dem Fenster schauen, sondern bekommt alle relevanten Informationen auf einem Display angezeigt. Ähnlich verhält sich dies beim flächendeckend einzuführenden European Train Control System, ETCS, das irgendwann auch das Fahren im wandernden Raumabstand ermöglichen soll, bei dem es keine starren Blockabstände mehr gibt. Was nichts daran ändert, dass es nach wie vor einen FDL braucht, der den Hut auf hat. Das gilt besonders im Störungsfall, denn die modernste Technik nützt nichts, wenn beispielsweise eine Flankenschutzweiche nicht in die Lage kommt, in der der FDL sie braucht. Dann lässt sich die Fahrstraße weder im mechanischen noch im digitalen Stellwerk festlegen und somit ist keine Fahrtstellung des Hauptsignals möglich. Auch hier gibt es verschiedene Rückfallebenen. Die klassische ist die Vorbeifahrt auf schriftlichen Befehl, für den ein spezieller Vordruck auszufüllen ist. Der FDL diktiert, der Triebfahrzeugführer schreibt mit und wiederholt und nach dem Austausch der Namen geht's weiter. Das Übermitteln eines Befehls kann entfallen, wenn das Hauptsignal über ein Ersatz- oder Vorsichtssignal verfügt. Eine derartige Zugfahrt mit besonderem Auftrag birgt immer ein gewisses Risiko, weil die üblichen Sicherheitsmechanismen nur bedingt greifen. Wozu die unbedachte Bedienung des Ersatzsignals führen kann, wurde einer breiten Öffentlichkeit im Februar 2016 bewusst, als zwei Regionalzüge bei Bad Aibling kollidierten. Bleibt zum Schluss die Frage, wie kommt ein Signal wieder auf Halt? Das ist schnell erklärt. Die FDL erkennt die Vollständigkeit des vorbeifahrenden Zuges anhand des Schlusssignals und stellt das Signal auf Halt. Sogar bei vielen alten Stellwerken funktioniert das zugbewirkt über Gleiskontakte. Allerdings muss der Signalhebel per Hand zurückgelegt werden. Die Fahrstraßenauflösung erfolgt in der Regel durch den Zug selbst. Dadurch wird der Fahrstraßenhebel frei und kann in Grundstellung gebracht werden, womit sich sämtliche Weichen wieder bedienen lassen. Bei modernen Stellwerken muss der FDL gar nichts mehr tun. Nach Vorbeifahrt des Zuges löst die Fahrstraße selbsttätig auf und gibt die einzelnen Fahrwegelemente frei. Der nächste Zug kann kommen und das Spiel beginnt von vorn. Tag für Tag, millionenfach in Deutschland.